Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenfallen erkennen mit eurem Dimitri. Und heute haben wir die bisher perfideste Masche, die ich in diesem Format jemals aufgeklärt habe. Von daher ist es umso wichtiger, dass ihr euch das Ganze ein bisschen auf der Zunge zergehen lasst und auch wenn ihr kein Freund von Datenfallen erkennen seid, diesem Video den nötigen Anschub dadurch gebt, dass ihr einen Kommentar und einen Daumen da lasst. Ihr werdet merken, gerade an diesem Video wieder, wie wichtig dieses Format ist. Die Zuhörer, die es nicht mögen, mögen es einfach überhören, überlesen. Anrufe werden weiterhin zu Genüge kommen. Bloß diese Geschichte ist, wie ihr in diesem Beispiel sehen werdet, mega wichtig. Was haben wir hier? Wir haben eine 1:1 kopierte Seite des Internetauftritts der Bild, der uns sagen soll, wir bekommen ein iPhone für nur 1 €. Ich möchte mit euch jetzt gerne einmal hier den Aufbau der Seite, die Haken, die Maschen, aber auch die Punkte zeigen, an denen man erkennt, dass es sich hier um einen gnadenlosen Betrug handelt. Ich werde, wie schon bei Saturn, von denen ich wohlwollende Antwort bekommen habe, dazu mehr in einem anderen Video, Bild natürlich mal darauf aufmerksam machen, was hier läuft. Vielleicht haben die ja Interesse an einem Interview mit Big Dick Dimitri. Schauen wir, um was geht es hier? iPhone 1 €. Kein Gewinnspiel, kein Produktprobe, nichts geschenkt, wir müssen bezahlen. Warum? Schauen wir uns gleich im Artikel durch. Aber jeder Mensch, der bisher dachte, okay, Seite von Bild, Links sind immer ein bisschen komisch, wenn man draufklickt, man lasse sich den Headliner auf das Zunge zergehen. Auf diese Weise bekommen Deutscher Brechanfall, wenn die das lesen. Das neue iPhone 8 für nur 1 €. Und da geht's auch noch weiter. Wenn du in Deutschland lebst und unbedingt das neue iPhone 8 möchtest, wird dir dieser Artikel der Beste sein. Wird dir dieser Artikel der Beste sein, den du je gelesen hast. So, wer ist bei euch Betrügern in der Marketingabteilung für diese schreckliche Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung verantwortlich? Dankt ihm, im Namen aller ehrlichen Menschen, denn nur durch seine Dummheit werden wahrscheinlich viele Menschen davor bewahrt, auf euren Scheißdreck reinzufallen, ihr widerlichen Hundesöhne. Gucken wir uns das an. Hier natürlich auch wieder mit allen Social Media Links, die alle auf eine einzige Seite führen, genau wie alle Seiten, die es hier oben gibt vermeintlich, führen alle zu einer einzigen Seite. Und wir schauen uns an. Hier geht's weiter. Hier ist der Deal. Apple Electronics gibt jedem Deutschen, jedem Deutschen kriegt Brechanfall, wenn die das lesen. Ja, du hast richtig gelesen. Und jetzt kommt das Geile. Dieses Angebot ist Teil einer Marketingkampagne, würde man zusammenschreiben. Apple arbeitet mit der Firma Huge Prizes zusammen, ist auch schon mal gelogen, welche für die Verteilung der iPhones zuständig ist. Als Teil der Marketingkampagne offerieren sie allen Deutschen das iPhone 8 zu einem reduzierten Preis von 99%. Warum? Angeblich erklärt Apple, letztes Jahr ist der Verkauf von Apple-Produkten in Deutschland enorm zurückgegangen. Wir verkauften 35% weniger als im Jahr zuvor. Wir verloren viele Kunden durch die neuen Samsung-Handys. Als würde Apple zugeben, dass die Kunden verlieren, geschweige denn an Samsung. Blöd! Um die Leute in Deutschland wieder von unseren Produkten zu überzeugen, geben wir ihnen die iPhones für nur 1 Franken. Guck mal hier, da siehst du, wo die Masche ursprünglich in Schweiz eingesetzt wurde. Weil oben steht noch 1 € und jetzt sollst du 1 Franken bezahlen, um sie als bleibende Apple-Kunden zu gewinnen und auch ihre Freunde zu überzeugen. Klingt so gut, um wahr zu sein, dachte sich auch der 29-jährige Noah Müller. Ja, der sieht aus wie ein Noah Müller. Er wollte es ausprobieren und erhielt sein iPhone bereits nach 5 Tagen via Post. Noah schrieb später zu uns. Das ist auch schon wieder so ein Satz. Ich könnte euch wirklich alles schlagen. Alleine dafür, dass ihr so blöde seid, das so zu verhauen. Blöd. So, im Großen und Ganzen, gefägte Seite. Natürlich gibt es hier nichts von Apple, nichts von Samsung, geschweige denn hat Bild irgendetwas damit zu tun. Hier ist einfach frech kopiert und mit selbstlosen, schwachsinnigen Inhalt gefüllt worden, den jedes kleine Kind beim Durchlesen eigentlich als Betrug entlarven können müsste. Da solche Maschen aber existieren, funktionieren sie. Und an uns liegt es, das Funktionieren zu beenden, indem wir diese Leute ans Tageslicht zerren, ihre Maschen kaputt machen und dafür sorgen, dass weniger bis gar keine Menschen darauf reinfallen. Oder ihnen zumindest einen Weg zeigen, wie sie dagegen vorgehen können. So. Also, du bekommst, also als würde Zeitung also schreiben, du bekommst dein iPhone 8 extrem günstig.
aber ist das iPhone auch wirklich das beste Handy auf dem Markt? Jetzt kommt es. Unsere Abteilung für Qualitätssicherung hat das iPhone mit vielen anderen Handys verglichen. Ist eines der weltweit besten Handys. Das ist schön. Guck mal, hier steht eines der besten und da steht kurz gesagt, es ist das Beste. Dieses kannst du für nur 1 Euro kaufen. Die Antwort, ob sich der Kauf lohnt oder nicht, dürfte jedem klar sein. Update. So, jetzt tun sie nochmal, als hätte sich da was getan. Unser Team dachte sich, dass diese Marketingkampagne zu gut ist, um wahr zu sein. Also bestellten wir eines und haben es gestern Morgen erhalten. Ja, hier. So, ist das eine Verarsche. Guck mal hier. Seriöse Redakteure schmieren hier am Rand von ihrem Blog lang. Halte nicht irgendwie so hier Bildzentrale, wir mit iPhone in der Hand, noch schreiben dazu, vielen Dank. Merkt man da schon. Ist doch Verarsche. Ist doch alles Verarsche. Ein weiterer Teil der Strategie ist natürlich, wie es viele Betrüger inzwischen machen, gefakte Facebook-Kommentare. Auch hier führen Like, Reply etc. alle auf eine einzige Seite, die gucken wir uns gleich an, und die Kommentare sind aus einer Mischung aus enormer Zustimmung, leichte Hinterfragung und ein, zwei Troll-Kommentare, damit das Ganze seriöser wirkt. Es ist natürlich hier alles falsch, frei erfunden, von den gleichen Idioten geschrieben, die oben geschrieben haben. So, ich habe es in den Nachrichten gesehen. Das ist doch einfach verrückt. Ja, ist verrückt, weil es nicht stimmt und auch nicht in den Nachrichten war. Zum Glück habe ich noch nicht mit den Weihnachtseinkäufen begonnen. Ist richtig. Hier wird also getan, als ob es Konversation unter anderen gibt. Habe gerade bestellt. Noch 43 übrig. Dieses 2 Stunden noch. Stand übrigens auch schon vor 10 Stunden da, wo ich leider noch bei der Arbeit war und das nicht aufnehmen konnte. Hier, ich habe schon zuvor von Huge Prices gehört. Mein Cousin arbeitet für den Firma. Ja, ich habe jetzt das Jahr 2000 PlayStation verloren. Da. Eben alle Kommentare, die hier stehen, sollen eben den Eindruck erwecken, dass hier viele, viele Menschen das schon gemacht haben, davon begeistert sind und euch eben auffordern, das Gleiche zu machen. Der Footer der Seite ist natürlich auch in einer Tour komplett abkopiert. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel angucken wollen, Impressum, Lifestyle, Kartenspiele, Bild International oder irgendwas, nachdem wir von diesem Artikel hier so beeindruckt sind, dass wir die Bildredaktion fragen wollen, ob wir denen nicht Osterkorb mit iPhone-Hüllen schicken sollen, landen wir auf dieser Seite. So, sieht hier noch irgendjemand was von Bild? Nein, ich auch nicht. Ist eine Catch-Seite, die euch auf diese Seite bringen soll. Jetzt kostet das Ding plötzlich 1,49 Euro und wir sollen eben hier unsere kompletten Daten eingeben. Dem geneigten Hörer wird schon auffallen, hier steht nirgends etwas von Sponsoren, Werbetreibenden, Werbeeinverständniserklärung oder sonst irgendetwas. Das liegt daran, dass es hier ausnahmsweise nicht darum geht, jetzt speziell eure Daten zu haben, diesmal geht es um Geld, aber nicht um 1,49 Euro. Ganz oben steht hier 3 Tage Probes-Abo für die Webseiten, unbegrenzte Online-Unterhaltung. Also ihr müsstet ja alle wissen, unbegrenzte Online-Unterhaltung gibt es nur bei Dimitri und der Ziegenfarm. Hier wird noch einmal geworben mit den tollen Eigenschaften, die das iPhone ausmachen. Und dann eben hier noch einmal ein bisschen Werbung. Nehmen Sie jetzt teil und gewinnen Sie, steht hier jetzt schon. Der Gewinner wird per Mail benachrichtigt. Das heißt, diese Geschichte hier, dass jeder es bekommt, ist schon mal eine Lüge, geschweige denn, dass die ganze Seite eine Lüge ist. Es gibt nichts geschenkt wie immer. Es gibt auch nichts für 1,49 Euro. Der Haken, der kommt wie immer erst ganz unten. Alle neuen Kunden, jetzt seid ihr schon Kunden, nehmen am Gewinnspiel für das angezeigte Aktionsprodukt teil. Wenn sie der glückliche Gewinner sind, der Einzahl, heißt hier, ist ein iPhone, wenn überhaupt, drinnen. Ich bezweifle aber mangels Impressum oder Verfolgbarkeit des Anbieters, dass hier irgendetwas verlost wird. Werden Sie direkt per E-Mail benachrichtigt. Dieses Sonderangebot umfasst ein 3-Tage-Probe-Abo für unbegrenzte Online-Unterhaltung. Nach Ablauf des Probes-Abo wird der Mitgliedsbeitrag von 64,95 Euro automatisch über Ihre Kreditkarte eingezogen. Sollten Sie mit unserem Service aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein, können Sie Ihren Account innerhalb von 13 Tagen abbestellen. Wenn der Service nicht abbestellt wird, verlängert sich die Laufzeit um jeweils einen Monat. Super. Die geben eine große Mühe auf sich, hier so eine Seite zu kopieren, machen das optisch
anspruchsvoll, wenn auch vom Inhalt so, dass wirklich jeder Mensch in der Lage sein sollte, auch wenn er mit Datenfallen erkennen und der Thematik nicht vertraut ist, dass es sich um eine Verarsche handelt. Wenn du dann wirklich denkst, du kriegst für 1,49 dein iPhone, schließt du ein Abo ab für 65 Euro im Monat. Das habe ich natürlich gedacht, wenn hier schon kein Impressum steht, kann ich ja mal gucken. Ob im Browser steht winhugeprices.com und dann eine riesige URL dahinter. Wenn ich aber winhugeprices.com mir angucken will, die gibt es natürlich nicht. Ist alles ein riesiger Fake. Die Seite ist ein Fake, das Gewinnspiel ist ein Fake, die Menschen dahinter sind riesengroße Betrüger und es liegt an jedem Einzelnen von uns, dass diese Betrügerei sich nicht verbreitet, dass sie eingedämmt wird und durch die Informationen, die wir alle nach diesem Video haben, ausstirbt. Gerade an die Kritiker des Datenfallenerkennen-Formates, solche Geschichten sind einfach wichtig. Viele Leute wissen es nicht, viele Leute wollen es wissen, können es aber nicht wissen, weil es keine Aufklärung darüber gibt. Die Fakten wiederholen sich, weil sich oft nur das Produkt ändert, aber in Videos wie diesem seht ihr, die Masche ändert sich manchmal ganz extrem. So eine Geschichte hatten wir noch nicht und sie ist genauso bekämpfenswert wie alles andere, was wir bisher gemacht haben. Von daher, wenn euch das Format Datenfallenerkennen nicht gefällt, schaut es euch einfach nicht an, Anrufe werden weiterhin kommen und auch der ganze andere Scheiß, auf den ihr so steht, aber dieses Ding ist genauso wichtig. Die wollen wir kaputt machen, denn durch diese Leute kommen Betrug, Abzocke, illegale Telefonwerbung und alle möglichen anderen Schweinereien erst zustande. Und natürlich kann man die Symptome bekämpfen, indem man diese Leute dann am Telefon fertig macht und den Menschen den Inhalt der Gespräche wiedergibt. Aber am besten ist es doch, wenn man das Übel bei den Wurzeln packt und anzündet oder rausreißt oder in den Häcksler wirft. Und das ist in dem Fall eben, dass man verbreitet, dass es hier sich um eine Falle handelt. Super, ich hoffe, von euch ist keiner drauf reingefallen. Ich bedanke mich vielmals bei dem Zuhörer, der mir das Ganze geschickt hat. Wenn ihr auf einen Datenfalle stoßt, schickt mir gerne hier bei Facebook, bei E-Mail, wo auch immer ihr mögt, einen Link. Ich kann mir das anschauen und vielleicht mit eurer Hilfe viele Menschen davor warnen, abgezockt zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Anruf.